Die Schiffe, die auf den Seeschifffahrtsstraßen und Hafenzufahrten an den deutschen Küsten verkehren, sind in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden. Waren es um die Jahrtausendwende noch ca. 7500 Standardcontainer, die die größten Containerschiffe der Welt transportieren konnten, so ist diese Zahl mittlerweile auf über 20.000 gestiegen. Hierdurch sind auch die Belastungen an den Ufern, Böschungen, Stränden und Bauwerken der Wasserstraßen größer geworden. Für deren Unterhaltung und wirtschaftliche Nutzung ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zuständig. Die Bundesanstalt für Wasserbau hat die Aufgabe hierbei, fachwissenschaftlich und technisch zu beraten. Im Rahmen der Fachaufgabe Seeschiff in der Seeschifffahrtsstraße wird unter anderem das Manövrier- und Fahrverhalten von Großcontainerschiffen wissenschaftlich untersucht. Zu diesem Zweck wurde im Sommer 2020 über mehrere Wochen ein umfangreiches Untersuchungsprogramm durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist es, abgesicherte Erkenntnisse zur Befahrbarkeit enger Gewässer mit immer größer werdenden Schiffen zu erarbeiten. Hierzu müssen deren Fahreigenschaften und das Manöververhalten so genau wie möglich abgeschätzt und vorhergesagt werden. Viele für die wissenschaftliche Analyse erforderliche Parameter und Messgrößen stehen auf real fahrenden Großschiffen allerdings nicht zur Verfügung. Daher werden für derartige Untersuchungen maßstäblich verkleinerte Modelle verwendet. In diesem Fall wurde ein standardisiertes Containerschiff der neueren Generation mit einer Kapazität von 14.000 Standardcontainern im Maßstab 1:60 exakt nachgebildet. Die Länge des Modellschiffs von ca. 6 Metern entspricht 355 Meter in der Realität. Nach den Übertragungsgesetzen für derartige Modelluntersuchungen sind alle Geschwindigkeiten ca. 7,5 Mal langsamer als in der Realität. Umgekehrt laufen alle Manöver wie in einem Zeitraffer 7,5 Mal schneller ab als auf einem großen Schiff. Hierdurch entstehen sehr hohe Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik und die Manöversteuerung sowie an die Versuchsbedingungen. Der Ernst-August-Kanal im Hamburger Hafen bietet ideale äußere Bedingungen für die Versuchsdurchführung. Er bietet ausreichend Platz und Wassertiefe. Zudem ist er durch eine Schleuse von den Gezeiten der Elbe abgetrennt und somit praktisch strömungsfrei. Der Uferbewuchs und der umgebende Deich bieten einen guten Windschutz. Die Fahrt des Modellschiffs wird komplett von einer Kontrollstation an Land überwacht. Alle Fahrt- und Manövervorgänge werden nach festgelegten Szenarien per Fernsteuerung durchgeführt und kontrolliert. Die Fahrspur des Modellschiffs durch das Wasser sowie dessen Position werden mit einem Laser-Tracking-System präzise verfolgt und aufgezeichnet. Ein Glasfaser-Kreiselkompass an Bord erfasst alle Richtungsänderungen sowie die Neigung und die Krängung des Modellschiffes und überträgt diese in Echtzeit an die Landstation. Alle Betriebsvorgänge, wie die Kräfte, die auf das Ruder wirken, der Schub, den der Propeller erzeugt, sowie das Drehmoment und die Drehzahl der Antriebswelle werden gemessen und aufgezeichnet. Durch diesen Datensatz entsteht ein hochgenaues Abbild der Fahrt eines großen Containerschiffs, wie sie heute überall auf der Welt in den Häfen zu sehen sind. Dadurch sind sie das Maß, an dem neue und bestehende Methoden zur Berechnung und Vorhersage der Befahrbarkeit von Seeschifffahrtsstraßen durch die Bundesanstalt für Wasserbau zukünftig gemessen werden können.